Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte und Chefstratege der IEM, internationale Expertenmanufaktur. Und mit ihm sprechen wir über Diversifikation im Portfolio mit Rohstoffen. Herr Pieper, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie uns mal wieder besuchen. Vielen Dank. Herr Pieper, wir sprechen heute über Rohstoffe. Im Allgemeinen sieht es so, dass sehr viele Finanzexperten empfehlen, einen großen Teil des Vermögens in Aktien zu halten. Und als Faustformel sagt man ja so allgemein, 100 minus Lebensjahre sollte ein prozentualer Anteil bedeuten. Der Rest des Vermögens sollte bestmöglich in Geldwert investiert werden und vielleicht bis zu 20% in Edelmetalle. Auch die selbstgenutzte Immobilie schneidet in diesem Bereich auch sehr gut ab. Sind diese Empfehlungen in unseren heutigen Zeiten, wo wir eine sehr hohe Inflation haben und niedrige Zinsen, wirklich eine gute Wahl? Ja, ich halte sie zumindest für sehr zweifelhaft. Also da sind ja manche Empfehlungen bei, sie sind ja so lang wie mein Bart. Ne? Also muss man einfach sagen, man muss heute doch anders herangehen. Also zu einer guten Diversifikationsstrategie gehören Aktien. Ja, aber Sie sagten es ja, 100 minus Lebensalter, wenn ich das richtig sehe, dann müsste ja ein 20-Jähriger 80% in Aktien halten. Das ist ein Wahnsinn. Ja, der setzt also 80% seines Vermögens dem Marktrisiko aus. Das ist der Wahnsinn. Also das können Sie mal ganz schnell vergessen. Ja, dann hatten wir die selbstgenutzte Immobilie, die finde ich immer sehr wertvoll, weil sie mehr hat. Sie hat Emotionalität. Es ist mein Lebensumkreis, mein soziales Netzwerk ist dort. Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich, hier bin ich hingezogen. Hier habe ich mir die erste Wohnung eingerichtet. Hier sind die Kinder gewesen, Oma war zu Besuch und was auch immer. Die nehme ich niemals mit in die Betrachtung einer Asset Allocation. Sie hat für mich einen Sonderstatus. Ich nehme sie raus. Also ich sage immer Vermögen ex eigengenutzte Immobilie, die findet für mich nicht statt, weil gewohnt wird immer. Und insofern gehört die dabei raus. Ja? Und ansonsten fehlt bei diesem Aspekt etwas ganz, ganz Wertvolles, nämlich Diversifikation über Instrumente und auch über Länder. Der berühmte Börsenguru André Costolani, mit dem ich mal auf der Bühne stehen durfte, hat mal gesagt, es ist keine gute Idee, in dem Land, wo ich mein Einkommen beziehe, meine wesentlichen Vermögenswerte zu haben. Das bedeutet, ich brauche eine Diversifikation nicht nur über Assetklassen, sondern auch über Länder und über Währungen. Da gibt es sehr viele Tests von großen Universitäten, Oxford bis Harvard, Yale und so, dessen Anhänger ich auch bin, deren Portfoliotheorie ich sehr mag. Und die haben Stresstests gemacht in Krisenzeiten, Inflationszeiten. Und ein Portfolio, was so angelegt ist, also über Währungen, über Länder, über Assetklassen, horizontal und vertikal, ist immer besser, als wenn ich nur beim Banker meines Vertrauens bin. Ja? Also insofern muss man in der Breite streuen und da gibt es ganz tolle Geschichten. Und zum Thema Edelmetalle. Gerade jetzt in diesen Zeiten, präferiere ich ja Sachwerte mit physischem Besitz, also kein Konterpartrisiko, kein Emittent gibt irgendein Versprechen ab, sondern ich habe physischen Besitz. Und den gilt es in solchen Zeiten zu erhöhen. Und zwar sogar auf über 50%. Also dann fällt die Aktientheorie schon mal ganz unter den Tisch. Ja. Und das hat sich gezeigt in vielen Krisenzeiten, im Inflationsumfeld, in schwachen Währungszeiten. Wir haben eine sehr, sehr schwache Währung. Schauen Sie sich den Euroverlust in den letzten Wochen an. Heißt das, bei mir 60% in diesen Themen. Und das kann man ja schön breit streuen. Das kann man vertikal in den Sachwerten schön breit streuen. Da gehören die Edelmetalle dazu. Da gehören Farbedelsteine mit dazu. Da gehört Kunst mit dazu. Technologie, Metalle, Rohstoffe. Es gibt Möglichkeiten, um diesen Angriff auf Wohlstand und Vermögen auszugleichen.
Dann vielleicht noch mal eine Ebene tiefer, ganz konkret, welche Assets sind attraktiv? Worum sollte ich mich kümmern? Ja, also gerade aktuell die Rohstoffe natürlich. Ne? Also die sind ja maximal knapp. Ja? Und wenn Sie sich mal anschauen, gehen wir mal das Thema seltene Erden an. Das ist ein von mir geliebtes Thema. Da gibt es so interessante Dinge. Also ich habe in der Schule nicht gut aufgepasst im Periodensystem, aber ich kann es jetzt störungsfrei aussprechen und weiß jetzt, dass es Indium gibt und Gallium und Neodym und diese Dinge alle. Diese Metalle sind ja einmal sehr, sehr knapp. Also wenn Sie sich die Fördermengen anschauen, zu Gold beispielsweise, nehmen wir mal Rhenium, hat eine Fördermenge von 50 Tonnen pro Jahr. Und wenn Sie sich Gold anschauen, 3.400 Tonnen. Also was ist jetzt knapp? Und Gold wird dann ja auch noch immer recycelt. Gold wird ja nicht gebraucht aus Altschmuck, aus Altbarren und so weiter und so fort. Und dieses Rhenium wird beispielsweise komplett verbraucht. Ja? So, dann haben Sie da auf der anderen Seite ein Schlüsselrisiko. 93% der seltenen Erden werden durch China produziert. Also im Umfeld aus China haben Sie auch ein politisches Risiko. Das bedeutet, wenn die Lieferkette aus China unterbrochen ist und Sie haben das schon, ja, machen Sie den Preis. Und das muss eine der Strategien sein, das mache ich für meine Kunden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die endlichen, man spricht über Ressource und Reichweite. Das heißt also, Ressource, wie viel ist noch im Boden? Und Reichweite beim aktuellen Verbrauch, wie lange reicht es denn? Ja? Und da kommt jetzt natürlich ein ganz besonderer Effekt. Alles das, was politisch gewollt ist, Green Deal, saubere Luft, E-Mobilität, 5G-Standard und so, werden diese Metalle genau gebraucht. Wasserstoffzellentechnik, Brennstoffzellentechnik. Ich brauche genau diese Metalle. Sie sind knapp, sie kommen aus einer Richtung nur und teilweise haben sie Verbrauchsdaten, die bei einer Verdopplung pro Jahr liegen. Bei den Handys beispielsweise Indium plus 56%, ja, knapp. Und es wird immer mehr nachgefragt. Was heißt das? Es treibt den Preis relativ einfach. Und so schaffe ich ganz locker einen Inflationsausgleich. Ich habe dann letztes Jahr in meinem Portfolio 55% mit meinen seltenen Erden gemacht, ja. Mit dem Spitzenreiter von 139% im Neodym. Weil Neodym ist ein Schlüsselmetall, also es macht Permanentmagneten. Und Neodym ist ein Schlüsselmetall bei Windkrafträdern, ja. Also Windkrafträder funktionieren ohne diese Permanentmagneten nicht. Die Bundesregierung hat gesagt, sie wollen Windkrafträder massiv fördern und haben ja 60% derer aus der Vergangenheit noch gar nicht aufgestellt, die sie auch noch aufstellen müssen. Ja? Wenn diese beiden Nachfrageeffekte kommen, ja, da wird Neodym durch die Luft gehen, Gallium das Gleiche. Es gibt so viele schöne Anwendungen bei Gallium, von der Medizintechnik bis hin zu immer wenn Sonne ins Spiel kommt, brauchen Sie Gallium. Photovoltaik und so weiter, E-Fuels, brauchen Sie immer wieder Gallium. Und da gibt es ein paar Storys, ich könnte hier stundenlang darüber reden, zu den Rare Earths, zu den seltenen Metallen. Und das ist zurzeit das Ding. Also die machen mehr Performance als jeder Fonds auf dieser Erde. Das heißt, wir unterscheiden heute, und da möchte ich gerne noch etwas mehr mit Ihnen diskutieren, einmal die Edelmetalle an sich und dann die Technologiemetalle. Das heißt, Edelmetalle sind ein Klassiker, die kennt fast jeder, Gold, ja. Silber, Platin und so weiter, die viele Menschen nutzen, um natürlich sich zu schützen vor der Inflation. Ja. Aber was sind denn jetzt nochmal ganz konkret die Gründe dafür, dass ich mir Rohstoffe aussuche, vor allem die Technologiemetalle, dass Sie sagen, ich würde diese trotzdem noch stärker übergewichten als die Edelmetalle? Ja. Also man muss das wieder in der Portfoliobetrachtung sehen. Ja? Also ich empfehle jedem 20% Gold zu haben. Über alles ex Immobilien. Weil Gold ist für mich so wie das Fundament beim Hausbau. Ich setze da, Gold gehört unten drunter. Ich brauche einen gewissen Silberanteil, weil Silber auch ein gutes Geld ist, also kleinteilig Silber, um damit mal zahlen zu können. Und dann kommen wir schon in die Verbräuchlichkeit bei Platin und Palladium. Ja? Denn das sind mittlerweile ja sehr wertvolle Metalle auch in der Industrie und werden verbräuchlich, also gebräuchliche Metalle. Die beiden ersten, Silber ist auch ein gebräuchliches Metall, Gold ist eher ein Anlagemetall. Ne? Und die würde ich in der Tat schon in einem augenblicklichen Gesamtportfolio der Rohstoffe, also
Rohstoffe, 60%. Und von diesen 60% würde ich 40%, 35% in die Edelmetalle tun. Und dann machen ja viele den Fehler, die vergraben das im Garten. Ne? So Gold, so, auch da muss man drüber nachdenken, ob man das nicht durch ein geschicktes Einlagerungskonzept vor Zugriff schützt. Ich organisiere das im Übrigen im Fürstentum Liechtenstein, außerhalb der EU, nicht im Schuldenumfeld. Die haften für nichts und keiner kann zugreifen. Das ist immer eine ganz gute Empfehlung. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich immer mehr Kunden, ich betreue ja auch sehr vermögende Menschen, die dann sagen, okay, die Assetklasse Rohstoff ist für mich neu. Und da sind diese Technologiemetalle und die seltenen Erden sehr, sehr wertvoll, weil eben Nachfrage zu Verbrauch, zu Ressource, zu Reichweite immer sagt, Knappheit. Alles, was von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar ist. Knappheit, Knappheit, Knappheit. Das treibt den Preis. Ist ja relativ einfach. Es gibt nur noch wenig und alle brauchen das. Jeder will sein Handy haben, Windkrafträder, Solar und so weiter. Und das treibt den Preis. Und das ist ein Inflationstreiber. Wir sehen es auf der anderen Seite in der Inflation und bei den guten Anlegern im Portfolio. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir denn diese bestimmten Assets kaufen, verkaufen können. Bei Edelmetallen, Gold, Silber ist es relativ einfach, man kann es tagesaktuell handeln. Aber wie liquide sind denn die Investments in Technologiemetalle? Wie funktioniert das da? Ja, also wir haben bei den Edelmetallen natürlich jeden Tag durch den Spotpreis ein Fixing des Preises wie an einer Börse. Und ich empfehle ausdrücklich den Kauf in einem sogenannten Zollfreilager, also beispielsweise, wie vorhin genannt, im Fürstentum Liechtenstein, weil ich bei den Weißmetallen ja immer auch die 19% Mehrwertsteuer habe. Die könnte ich mir dadurch ersparen. Dann bin ich als Investor schon mal 19% besser dargestellt, als wenn ich in den Laden gehe und eine Unze kaufe und dann auch noch einen Händlerspread von 22% obendrauf zahle, also 19 und 22 verliere, dann brauche ich eine ganze Zeit, um das wieder reinzuholen. Ja? Also gibt es sehr geschickte Einlagerungskonzepte. Davon biete ich ja eines an im Fürstentum Liechtenstein, um das dort reinzulagern. Auf der anderen Seite müssen Sie am Place to be sein für die Rohstoffe. Und der Hauptumschlagsplatz für diese Technologiemetalle ist Rotterdam, also Seaport Rotterdam. Dort kommt die Ware an aus China und so weiter und so fort. Und dort kauft auch die Industrie. Bedeutet im Umkehrschluss, ja, wenn ein guter Investor ist, so wie ich es mit meinen Kunden mache, ja, das heißt also, wir sind immer in den Lieferketten und kaufen und lagern und lagern im Zollfreilager, mehrwertsteuerfrei. Ja, und irgendwann eine Lieferkette unterbrochen ist, ein großes deutsches Unternehmen kriegt auf einmal kein Gallium mehr, kriegt auf einmal kein Neodym mehr, dann weiß jeder, dass wir als Investoren dort gelagert haben. Und wir sind im internationalen Chargenverzeichnis und dann geht bei uns eine Mail ein oder ruf, uns geht das Gallium aus, könnt ihr helfen? Und was glauben Sie, wer dann den Preis macht. So funktioniert es. Nur durch Knappheit und es funktioniert sensationell. Ich bin also viele, ich muss einfach mal sagen, viele große Maler haben ja nicht erlebt, dass ihre, als sie Werke berühmt wurden, waren sie meistens schon verstorben. Ich erlebe bei meinem Werk es lebend. Das ist sehr schön. Lassen Sie uns über einen weiteren wunderschönen Sachwert sprechen, und zwar sind das die Farbedelsteine. Die kommen ja auch immer mehr auch in die Gunst der Investoren und Kapitalanleger. Was macht denn Farbedelsteine als Investment so unglaublich attraktiv? Und vor allem, worauf sollte ich als Anleger achten, wenn ich mich vielleicht damit noch nicht so gut auskenne und mich damit auch noch nicht beschäftigt habe als Assetklasse? Wieder, wie vorhin gesagt, Knappheit. Ne? Ein Farbedelstein sollte ein Investmentedelstein sein. Das heißt also, er muss einzigartig sein. Ja? Und von den Fundmengen in einer Mine eignen sich nur 0,5 bis 1,5% überhaupt zum Farbedelstein. Der wird nämlich nicht behandelt. Ja? Schmuckedelsteine werden durch Infrarot behandelt, damit sie mehr Farbe kriegen und so. Und in den Zertifikaten eines Investmentedelsteins steht immer drin, no heat, also nicht erhitzt. Ja? Einschüsse werden nicht ausgeglichen, gar nichts. Und da kriegt er dann die 4C, Color, Karat, Clearness und Cut, diese 4Cs und eine Zertifizierung. Und bei dieser Zertifizierung muss man darauf achten, dass er gewisse Rahmenbedingungen erreicht, um überhaupt
ein Investment-Edelstein zu sein. Dann ist er 0,5 bis 1,5% der Fundmenge. Er ist ja schon mal von Haus aus knapp. Es gibt ihn nicht nochmal. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich mich mit Diamanten beschäftige. Und es gibt einen Index, der nennt sich Gemval-Index. Da können Sie sich genau anschauen, wie war die Performance der Edelsteine. Und der ist natürlich verwässert. Da sind 26 oder 28 Steine drin, auch die Diamanten. Die Welt ist geflutet mit Diamanten. Diamant ist kein seltener Stein. Ja? Aber wenn Sie so einen Rubin aus Burma haben beispielsweise, die Fundstelle ist leer. Ich kann da von einem Kundenbeispiel mal berichten. Ja? Die hat bei mir für 72.000 Euro einen Burmese, einen Rubin gekauft. Ne? Und es gibt den ja nur noch einmal. Und er kommt auch nicht mal aus der Erde, weil die Erde ja ist leer. Es ist nicht da. Ja? Der hat den bei Sotheby's, die Kundin, für 149.000 nach 2,5 Jahren versteigert. Also eine Verdoppelung in 2,5 Jahren. Einfach aus der Tatsache, es gibt die nicht mal. Also deswegen ist Knappheit immer das. Und deswegen sind die Farbedelsteine immer das Thema. Und für viele ist es eine neue Asset-Klasse. Und sie müssen den Exit organisieren. Den habe ich organisiert. Also Rücknahmen sind möglich. Wir geben es in die Verauktionierung. Und somit habe ich ja in meinem Portfolio, was ich breit streuen will über die Sachwerte, dann auch noch einen Inflationsausgleich. Denn die Dinger machen ja 12%, 15%, 16%, 17%. Und das war ja unser Ziel bei der Inflation, das zu erreichen. Und ich setze aber nicht immer nur auf eine Karte. Ja, und wenn jemand ein bisschen intensiver sich damit beschäftigen will und sagt, ich habe ein Portfolio, ich habe schon Gold, Silber, die Technologiemetalle und dann möchte ich jetzt einen schönen Teil des Assets auch in diese Farbedelsteine haben. So habe ich das, ich betreue auch Pensionsfonds und Stiftungen und so etwas alles. Da muss man immer die Big Three nehmen, also die drei großen Steine, Rubin, Smaragd, Saphir, die werden zusammen allokiert und diese Big Three sind dann so die Champions League. Ja? Und immer mehr, die jetzt aus den Immobilien aussteigen, sagen, du Pieper, bau mir das zusammen, ich brauche den Zugang nach Liechtenstein, ich brauche die Edelmetalle, ich brauche die Rohstoffe und dann kommen die Big Three dazu. Und dann habe ich doch ein schön breit gestreutes Portfolio und bei den Technologiemetallen habe ich ja 8 bis 10 im Angebot. Ich setze nicht auf eins, ich streue so breit wie möglich und das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren als sehr, sehr einträglich herausgestellt. Wenn wir nochmal ganz kurz bei den Farbedelsteinen bleiben, wenn ich drüber nachdenke, dann habe ich gleich so große Summen im Kopf, ja, dass ich da vielleicht erst einen Einstieg habe ab 100, 200, 300.000 Euro. Ist das wirklich so oder können auch Menschen investieren, die vielleicht eine kleinere Summe zur Verfügung haben? Ja, also zunächst einmal bin ich ja liberaler, wirtschaftsliberaler. Insofern versuche ich jedem zu helfen. Also ich kriege immer so Anrufe von Menschen, die bei mir um Beratungsgespräche, jeder bekommt ja von mir ein kostenloses. Also ich habe diesem Markt alles gegeben, meine Haare und meine Zeit, ja. Und insofern helfe ich natürlich jedem. Bei den Farbedelsteinen ist es so, dass es ab 5.000 Euro losgehen sollte. Alles andere können keine Investment-Edelsteine sein. Da sind wir in dem Bereich des Tansanits, also wie der Name sagt, aus Tansania. Und dann ist es natürlich nach oben hin skalierbar. Ne? Aber dann haben wir ja in unserem System noch etwas ganz Besonderes, dass wir dem Kunden ja auch noch einen Einkaufsvorteil verschaffen. Wir kaufen direkt an der Mine ein, lassen dort schleifen und ersparen für den Kunden dann schon mal 20% des Einstiegspreises. Er kauft einen Stein für 10.000 und bezahlt nur 8.000. Ja? Das ist ja schon mal ein guter Joker. Ne? Und daraus lässt sich ein Portfolio bereitstellen. Aber man muss es einfach sagen, bitte immer unterscheiden zwischen Schmuckedelstein und Investment-Edelstein. Die einen sind bearbeitet und nicht selten und die anderen sind maximal selten. Ja? Und das geht schon ab 5.000. Okay. Dann nochmal zum Abschluss. Ich weiß, Sie haben es immer mal wieder angemerkt und auch immer wieder in Ihre Antworten verpackt, aber ganz konkret zum Schluss die Frage, was ist ein optimales Portfolio? Wie muss ich das aufstellen? Das optimale Portfolio gibt es nicht. Also ich würde hier nicht sitzen, wenn ich es wüsste. Ich muss mal ehrlich sagen. Und jeder, der sagt, es gibt es, scheint ein Oberflächenartist zu sein oder irgendwie verwirrt zu sein oder irgendwas zu rauchen oder so. Ich kann es nicht beurteilen. Fakt ist, das optimale Portfolio ist immer das zeitgemäße Portfolio. Ich brauche das Portfolio, was wir jetzt zurzeit im inflationären Umfeld haben. Und in diesem inflationären Umfeld sind die Sachwerte überzugewichten. Das optimale Portfolio heißt mindestens 60% in Sachwerten.
Das optimale Portfolio heißt mindestens in 4 Währungen. Das optimale Portfolio heißt mindestens in 3 Ländern. Und deswegen gibt es das optimale Portfolio nicht, weil das optimale Portfolio ist immer Maßanzug für den Menschen. Deswegen befrage ich die Menschen auch, was hast du schon gemacht, was sind deine Anlagen, und daraus baue ich dann einen Maßanzug. Und deswegen ist von der individuellen Situation, Lebensalter, Vermögen, berufliche Situation, Einkommen, was habe ich schon an der Entscheidung getroffen, daraus gibt es dann das optimale Portfolio. Aber das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Herr Pieper, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn Sie uns wieder mal besuchen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nach Berlin.